Einen schönen guten Abend. Ich habe hier solch Herdazzler. Bidazzler sogar. Okay, wie auch immer. Das ist für meine Enkeltochter. Die macht sich gerne hübsch. Die hat auch schöne lange Haare. Ich meine, das kann man auch bei kurzen Haaren verwenden. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Aber mit den langen Haaren, da kann man natürlich dann lange Streifen bekleben damit. Ich verstehe das so. Ich war nämlich neugierig, was das überhaupt ist, wie das funktioniert. Ich verstehe das so. Man legt hier eine Haarsträhne zwischen, dann presst man das zusammen und drückt praktisch diesen Sticker, der hier drin liegt, der hier bereit liegt, den drückt man ins Haar rein und da klebt er an. Ja, eine ganz einfache Sache, wenn es denn auch wirklich gut klebt. Das habe ich jetzt leider keine Möglichkeit, das auszuprobieren, weil meine Enkeltochter ja nicht da ist. Die sehe ich erst morgen wieder. Die kommen erst morgen aus dem Urlaub und da können wir das auch testen. Aber ich würde das hier an der Verpackung einfach mal probieren. Nee, das hält sich nicht schön. Wo könnte ich denn das noch alternativ? Ich habe nicht mal eine Puppe mit Haaren hier, an der ich das ausprobieren kann. Kleinen Moment, ich setze euch mal in Pause. Ich finde schon irgendwas. So, da bin ich wieder. Und wenn ich sage, ich finde schon irgendwas, dann meine ich meistens meinen Assistenten. Hier ist er. Und dem klebe ich jetzt was in die Nase. Dem klebe ich was ins Ohr. Mal gucken. Das sind aber zumindest auch nicht Haare, aber so Fusseln, wo man dann wirklich mal so das Feeling dafür hat. Jetzt einfach zusammendrücken. Oh, es hat geknackt. Geht wieder zurück. Und wir sehen nämlich nichts. Das ist jetzt gerade ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, ich habe das Ohr falsch eingelegt. Schaut mal, das ist ja hier unten. Der Stern ist ja hier unten. Das ist jetzt echt schade drum. Der ist nun verbraucht und wird wohl nicht mehr kleben. Das ist jetzt wirklich schade. Das habe ich vermutet. Das war meine Schuld. Aber ihr habt gesehen, an dem Pflaster hat es schon mal gut geklebt. So, nichtsdestotrotz machen wir es weiter. Warum dreht das nicht automatisch weiter? Ach so, das dreht, wenn man wieder runterdrückt, dreht das. Dabei hat es gedreht. Okay, gut, jetzt passe ich mal auf. Ich gucke nicht durch die Kamera, sondern gucke an der Kamera vorbei, damit ich es diesmal richtig mache. Jetzt liegt es in dem richtigen Fach drin. Wieder zudrücken. Und, oh, seht ihr, jetzt hält das. Das klebt richtig am Fell fest. Ich meine, das klebt nicht übermäßig fest, soll es auch nicht. Man will es ja aus den Haaren auch wieder rauskriegen. Aber das ist doch mal schick, das ist niedlich. So, und da haben wir hier ganz viele ja, wie heißen die Blinglings? Solche Formen, Muster, Figuren. Mal solche Blumen oder Sterne. Nee, das sind auch Blumen. Ich gucke eben gerade, was da noch bei ist. Dann haben wir hier. Oh, die sehen aber schick aus. Die sehen auch aus wie so eine kleine Blume. Durch diese Öffnung, die die hier haben, diese Zacken, denke ich jedes Mal, das sind Sterne. Aber sind es nicht. Hier sind richtige Strass. Dies finde ich schön, das Silberne. Das gefällt mir sogar. So, und hier haben wir noch in Gold. Oh, die sitzen aber nicht immer richtig perfekt. Und das ist daran. Das liegt daran, dass die nicht alle ordentlich eine Folie dran haben. Das finde ich schade. Das finde ich schade. Ich meine, für diesen Preis sollte das auch alles perfekt sitzen. Man kann es aber manuell zurechtdrücken. Allerdings fehlt hier einer und den kann ich nicht zurechtdrücken, wenn er gar nicht da ist. Doch, der liegt hier. Der klebt hier an der Folie fest. Okay, mal gucken, ob ich den auch wieder raufkriege. Dann ist das hier repariert. So, dort ab. Und hier soll es rauf, damit man es durchdrücken kann. So, okay, repariert. Ja, diese Strasssteine, diese Glemms, die sind nicht schön gesichert. Das ist das einzigste Manko, was ich hier finden kann, dass die nicht so schön gesichert sind und dadurch eben irgendwo kleben bleiben und sich ablösen von ihrer Halterung. Die hätten wahrscheinlich alle so eine Ringsrumfolie haben müssen, sodass es auch hält. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten ist es eine süße Sache. Das wird meiner Enkeltochter total gefallen. Das wird ihr Spaß machen. Ich kann ja noch einen reinknipsen. Einen kann sie uns ruhig noch gönnen. Zwei sind schon raus. Und jetzt. Warum ist dieser?
hier so weit durchgedrückt. Aber ist egal, es ist jetzt nicht hinderlich. Wir wollten ja, Moment mal, es dreht es nun weiter oder wie ist das? Es dreht nicht weiter. Woran liegt das jetzt? Normalerweise diesen haben. Ach so, jetzt ist er da. Okay, gut. Jetzt ist es da an der richtigen Stelle. So, kräftig zugedrückt. Tut ja dem Haar auch nicht weh, wenn wir das bei den Kindern machen. Aber es sieht niedlich aus. Das hat was. Da kann man schöne Strähne oder einen geflochtenen Zopf kann man zusätzlich damit schmücken. Das ist vielleicht noch schöner, weil eine Haarsträhne weht im Wind und dann verheddert sich. Das ist vielleicht auch nicht so schön angenehm. Ah, das ist süß. Gefällt mir ganz gut. Doch, 18,99 €. Ja, wenn diese Blätter hier alle noch ein bisschen besser gesichert wären, würde ich sagen, top. Perfekt, aber so mit Bauchschmerzen trotzdem 5 Sterne, weil das macht wirklich Spaß und da ist eine ganze Menge bei. Ich finde das eigentlich ganz niedlich. Noch schöner würde ich es finden, wenn man diese Sticker auch irgendwo nachkaufen kann, wenn man das auch noch findet, weil sonst ist das Gerät ja am Ende nutzlos, wenn es verbraucht ist. Und ich denke mal, kleine Mädchen haben da nicht lange zu tun, bis sie das alle haben. Puppen geschmückt, sie selbst geschmückt und zack, ist es alle. Hier klebt auch schon einer, der nicht dahin gehört. Der kommt dorthin. Ja, ich mache hier mal weiter. Ich räume das noch ein bisschen zurecht und euch wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!